Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 7 der Grundlagen der Funktionalanalysis. Letztes Mal haben wir uns ja mit diesem etwas abstrakteren Thema der Tensorprodukte rumgequält. Das wird heute nicht unbedingt besser, aber vielleicht ein bisschen spannender. Denn heute geht es, wie bereits angekündigt, um die Diskussion oder um das Kennenlernen spezieller Funktionenräume. Und das Ganze gliedert sich so ein bisschen in drei große Teile. Das ergibt dann irgendwie auch eine ganz natürliche Variante, die Videos zu schneiden. Und zwar werden wir uns in drei Teilen an speziellen Funktionenräumen abarbeiten. Und den Anfang machen wir mit Räumen stetiger Funktionen, die einen kompakten Träger haben. Der Träger so definiert, wie das eben letztes Mal geschehen ist in Definition 6.1. Den zweiten Teil beschäftigen wir uns mit Hölder-stetigen Funktionen. Das ist eine Verallgemeinerung der Lipschitz-stetigen Funktionen. Wer die kennt, wird jetzt ungefähr wissen, in welche Richtung da das Boot gehen wird. Und wir schließen das Ganze ab mit den Räumen differenzierbarer Funktionen und werden da eine interessante Norm kennenlernen, sodass man differenzierbare Funktionen auch, sagen wir mal, in einen Banachraum einbetten kann. Ja, das wäre soweit der Fahrplan. Als Anwendung des Ganzen kriegen wir hinterher noch einen kleinen schönen Satz zu Integralen, zu Integralfunktionalen raus. Ja, und ich denke, das ist ein ganz angenehmes Programmchen für Kapitel 7. Und nach dieser wunderbaren Einleitung würde ich sagen, stürzen wir uns ins Getümmel. Ja, wir fangen zunächst mal an, wie ich bereits gesagt habe, mit Räumen stetiger Funktionen und kompakten Träger. Ich möchte das jetzt hier nicht so detailliert speziell aufschreiben, wie es im Skript steht. Wo, wie gesagt, das steht ja im Skript, dafür ist es ja da. Und wir fangen also direkt mal an mit Definition 7.1. Das ist jetzt nämlich genau, was wollen wir eigentlich verstehen unter Funktionen, die einen kompakten Träger haben. Und das ist relativ einfach. Wir nehmen uns eine Teilmenge des R hoch n. Das ist so eine eigentlich keine wirkliche Einschränkung, aber es macht den Begriff doch erstmal ein wenig besser zu fassen. Und dann definieren wir auf diesem auf dieser Menge m die Menge cc von m. Und das sollen gerade sein alle f, die sowieso schon mal stetig sind, auf r hoch n, sodass der Träger von f in m liegt und kompakt ist. Das ist im Wesentlichen der Raum stetiger Funktionen mit kompakten Träger. Damit kann man schon relativ viel anfangen. Das erste Resultat, was wir damit jetzt geben wollen, das werden wir nicht beweisen. Das liegt daran, dass der Beweis ja nicht zwangsweise aufwendig ist, aber doch einige maßtheoretische Aussagen benutzt, die ich hier nicht eingeführt habe, weil ich hier keinen Kurs zur Maßtheorie beitragen möchte. Zumindest noch nicht. Und dementsprechend lassen wir dieses Resultat einfach mal für sich stehen und pfeifen im wahrsten Sinne mal auf den Beweis. Ich sage aber auch gleich wieder, wo man den finden kann, damit man den einmal quasi nachlesen kann, wenn man denn mal wissen möchte, warum das gilt. Und zwar gilt cc von r hoch n ist dicht in lp von rn bezüglich des Lebesgue-Maßes. Und zwar für 1 kleiner gleich p kleiner unendlich. Das ist keine ganz offensichtliche Aussage, aber die ist relativ spannend von den Konsequenzen her. Und eine der Konsequenzen werden wir gleich auch kennenlernen. Ja, aber das ist etwas, was wir jetzt nicht beweisen wollen. Zu finden ist der Beweis in dem Buch von Caballo, also im Grundkurs Funktionalanalysis. Die Angaben beziehen sich ja immer aufs Literaturverzeichnis. Und zwar ist das zu finden am Ende von Anhang A 3.3. Das ist nämlich so gebaut, dass es keine eigene Nummer hatte. Also muss man ganz an das Ende dieses Kapitelchens im Buch gehen und dann findet man da genau diese Aussage wieder. Gut, jetzt kommen wir zu etwas, was wir durchaus beweisen wollen mit diesen CC-Funktionen. Und zwar können wir mit diesem Satz 7.2 folgenden Satz beweisen. Und der ist jetzt schon, finde ich, ganz interessant. Und zwar, wenn wir also ein 1 kleiner gleich p kleiner unendlich haben und Omega Teilmenge r hoch n messbar, dann ist der LP-Raum, der entsteht, wenn ich diese messbare Menge Omega nehme und das Lebesgue-Maß darauf anwende, ist der separabel. Das heißt, es gibt eine abzählbar dichte Teilmenge. Das ist ja auf den ersten Blick auch gar nicht so offensichtlich. Und eigentlich eine ganz schöne Anwendung, die wir da haben. Und wir wollen uns jetzt halt mal angucken, wie wir das im Beweis rausholen können. Ja, und der Beweis
Der läuft jetzt in drei recht übersichtlichen Teilen ab. Also da passiert nicht viel in dem Sinne, aber man muss halt auf die Idee kommen, das so zu tun. Das ist immer das Problem bei Beweisen. Wenn man ihn hinterher sieht, ist er eigentlich relativ durchsichtig. Aber die einzelnen Schritte erfinden, sage ich mal, das ist natürlich schwieriger. Also was nehmen wir zunächst mal an? Wir nehmen uns eine kompakte Menge. K Teilmenge R hoch n kompakt. Ich möchte übrigens schon mal etwas vorgreifend sagen zu dem Gebrauch dieser Teilmenge hier. Nur weil da unten kleiner gleich steht quasi, also Teilmenge, heißt das nicht, dass wir Gleichheit explizit zulassen oder explizit ausschließen. Das ist im Wesentlichen das gleiche Zeichen, als wenn ich das gleich unten weglasse. Es ergibt sich nur manchmal, dass das da steht oder nicht. Und ich mische die Dinge halt immer, aber es bedeutet essentiell immer das Gleiche. Wenn ich wirklich ausschließen möchte, dass k nicht ganz r hoch n sein soll, dann streiche ich unten das Gleichheitszeichen durch. Ja, was haben wir für eine kompakte Menge? Wir haben auf jeden Fall, dass ja der Raum CC von K eine Teilmenge sein muss von C von K. Ne? Weil da liegen ja stetige Funktionen über K drin, da liegen stetige Funktionen über K drin, aber da liegen eventuell mehr Funktionen drin, weil die müssen ja noch einen kompakten Träger haben. Aber das ist erstmal relativ schnell zu folgern. Und jetzt wissen wir nach Satz 6.9, da haben wir ja so eine Aussage gemacht über C von K, dass C von K selber separabel ist. Das können wir aus 6.9 ziehen. Weil wir eine kompakte Teilmenge betrachten. So. Und jetzt nehmen wir mal einen Satz aus Kapitel 4 raus. Das war der Satz, den wir abgeschlossen haben nach dem Theorem von Arzelà-Ascoli. Und zwar haben wir gesagt, Teilmengen separabler Räume sind wieder separabel. Und jetzt haben wir hier eine Teilmenge stehen. Also 4,23, sollte ich vielleicht davor schreiben, sagt, okay, diese Teilmenge, die wir hier oben haben, die ist dann auch separabel. Das heißt, CC von K für eine kompakte Teilmenge, die ist separabel. Separabel bezieht sich ja immer auf eine Norm, deswegen schreibe ich das hier nochmal kurz dran. Die ist separabel bezüglich Subnorm. Alles nicht so tragisch. Was aber natürlich heißt, wenn wir bezüglich der Subnorm Separabilität haben, haben wir die natürlich automatisch auch bezüglich jeder LP-Norm. Weil die LP-Normen ja schwächer waren als die Subnorm. Das kann man so implizit rauslesen aus Bemerkung 3.16. Das heißt, was wir hieraus folgern können, ist CC von K ist separabel bezüglich LP-Norm. Ja, für die geforderten 1 kleiner gleich p kleiner unendlich. Also Vergleiche, ich schreibe es nochmal dran, Vergleiche 3.16. Da hatten wir so eine Aussage über Inklusionen in LP-Räumen. Die haben wir zwar nicht bewiesen, aber die haben wir uns so ein bisschen intuitiv klar gemacht. Damit geht es einigermaßen gut. So, wir sind jetzt natürlich noch nicht fertig, weil was haben wir eigentlich gefordert? Wir wollen zeigen, dass das für messbare Mengen gilt. Wir haben es jetzt für kompakte Mengen gezeigt. Das ist ein Spezialfall. Jetzt wollen wir das irgendwie darauf zurückrödeln und gucken uns mal an, wie wir das machen. Das machen wir jetzt teilweise noch in Schritt 2 und dann schließen wir das mit Schritt 3 ab. So, zur netten Schreibweise setzen wir jetzt einfach mal eine Kleinigkeit, und zwar setzen wir UJ fest als die J-Umgebung von 0, also die offene J-Umgebung von 0. Dann kann ich nämlich CC von R hoch n schreiben als die Vereinigung von J gleich 1 bis unendlich über die jeweiligen CC-Räume auf den UJ. Warum können wir das tun? Wir haben es für kompakte Mengen gezeigt, dass so eine Inklusion in die CKs gilt. Und jetzt ist natürlich jede kompakte Teilmenge in einem geeigneten UJ enthalten. Man muss das J nur weit genug aufblasen, wenn wir das jetzt mal einfach so als Beispiel mal basteln. Hier so ein ganz blödes Koordinatensystem, da drin eine kompakte Menge. Da muss ich ja den Radius meines UJs halt nur weit genug aufblasen, damit hier diese kompakte Menge K komplett da drin liegt. Wenn das jetzt eine Kugel wäre, dann könnte man das jetzt auch noch besser sehen, aber das stellen wir uns einfach mal vor. Ne, das heißt, das ist eine recht wichtige Geschichte. Ich schreibe es nochmal dran. Da eben jede kompakte Menge, also jede kompakte Teilmenge, uns interessieren jetzt natürlich nur die kompakten Teilmengen von R hoch n, weil da arbeiten wir gerade in einem geeigneten. Was habe ich gesagt? UJ liegt. So. Das ist relativ wichtig zum Verständnis oder einer der Schlüssel zum Beweis sozusagen. Und jetzt wenden wir darauf an, dass wir gerade eben diesen Satz 7.2 hatten, der aber
eben noch nicht bewiesen ist und den wir auch hier nicht mehr beweisen werden. Satz 7.2 sagt jetzt nämlich, dass dieses CC von R hoch N dann natürlich dicht liegt in LP. Das hatten wir gerade da oben hingeschrieben. Das ist eigentlich nur nochmal die, die Aussage quasi, die wir hier hatten. Ich gehe nochmal kurz hoch. Das ist genau das, was hier oben steht. Bezüglich des Lebesgue-Maßes, das nehmen wir mal so implizit mit, weil wir reden ja gerade von Lebesgue-Messbarkeit. Ja, was heißt das jetzt, wenn wir das mit Sternchen kombinieren? Das Sternchen sagt jetzt zusammen mit dem 7.2 einfach, dass CC von R hoch N ein separabler Raum ist. Weil der ist dicht in LP und LP ist separabel. LP ist separabel, ist der Schluss. Der ist dicht in LP und CC von R hoch N ist eine Teilmenge von C R hoch N und das ist separabel. Das war mal ja das, was wir hier oben in 1 gemacht haben. Das heißt, hieraus folgt jetzt als Folgerung, dass der LP-Raum separabel ist. So, das ist sozusagen eine Vorstufe von dem, was wir zeigen wollten. Denn wir wollen jetzt ja noch zeigen, dass die Einschränkung quasi auf diese messbare Teilmenge Omega separabel ist. Und das machen wir jetzt, indem wir uns quasi auf den Fall eines kompakten Trägers zurückziehen. Also, wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Menge Omega aus R hoch N, die soll, ich schreibe es mal explizit dahin, Lebesgue-messbar sein. Und dann nehmen wir uns dazu noch eine Funktion f, die in LP von Omega liegt, bezüglich des Lebesgue-Maßes. Ich lasse das Maß jetzt mal weg. Und nun definieren wir eine Fortsetzung von f. Und zwar definieren wir f-Hut oder f-Schlange von t, ist eigentlich wurscht, wie das Ding heißt. Das soll sein, einfach f von t, falls das t aus Omega kommt und 0 sonst. So. Das ist also sozusagen nichts anderes, als wir nehmen f und multiplizieren da die charakteristische Funktion der Menge Omega drauf. Und die charakteristische Funktion, die ist irgendwo mal definiert in Anhang A. Die ist einfach 1, wenn das t in Omega ist und 0, wenn das t nicht in Omega ist. Ja, und wenn wir das wissen, dann ist das sofort die Darstellung dafür. Das heißt, was kann ich tun? Ich kann dieses LP Omega, kann ich identifizieren mit einem abgeschlossenen Unterraum. Ja, wovon? Von LP R hoch N. Der gerade hier durch diese Funktion F-Schlange geliefert wird. Jetzt habe ich also einen abgeschlossenen Unterraum von LP von R hoch N. LP von R hoch N war aber ja gerade nach 2 separabel. So, und dann wende ich wieder diesen Satz 4.23 an, der sagt, Teilmengen von separablen Räumen sind wieder separabel. Und dann folgt daraus, LP von Omega ist separabel. Und das ist gerade der Satz oder die Aussage, die wir ja beweisen wollten. Und damit haben wir das durch. Ist, finde ich, ein ganz sympathischer Beweis, der auch wirklich mal zeigt, warum dieses Kapitel 4 ein ganz wichtiges Fundamentalkapitel war für die Theorie. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten aus dem Kapitel 4 selber, ergibt sich nicht, warum man das Kapitel 4 macht, das ist ganz klar. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir jetzt diesen Satz nicht beweisen können. Zum Beispiel. Und wir werden noch in fortlaufenden Kapiteln viele, viele weitere Beispiele und viele weitere Sätze sehen, wo implizit immer mal dieses Kapitel 4 reinspielt. Weil Kompaktheit einfach eine sehr, sehr starke Bedingung ist. Und wenn man die nicht hat, wird schwierig. Gut, das wäre Satz 7.3. Das heißt, wir wissen jetzt, dass wir in LP sehr nette Eigenschaften haben, weil in LP haben wir immer eine abzählbar dichte Menge. Das heißt, wenn wir so eine Menge Omega haben, die messbar ist, dann ist die Menge der LP-Funktion in gewisser topologischer Sicht sehr groß, weil da ist eine dichte Teilmenge drin. Das ist schon mal so im Hinterkopf zu behalten. Man kann das hinterher noch quantifizieren, das werden wir auch machen ab Kapitel 12, glaube ich, mit dem Bärschen Kategoriensatz. Gut, jetzt kommt so ein kleines Lemma, was dann den Teil zu den stetigen Funktionen mit kompakten Trägern noch abschließt. Und zwar gucken wir uns nochmal den Raum der beschränkten Folgen an, dieses klein L unendlich. Und zwar macht das folgende Aussage. Klein L unendlich, also der Raum aller beschränkten Folgen, ich schreibe das nochmal hier in ganz blumigen Worten hin, alle beschränkten Folgen von N0
nach k. Den hatten wir auch schon mal in Formel 3.2 stehen, aber das ist jetzt nicht so relevant. Der ist nicht separabel. Das ist eine schöne Negativaussage, die unter anderem auch zeigt, warum hier oben explizit gefordert werden sollte, dass eben das p kleiner als unendlich ist. Weil ansonsten kriegt man wegen dieses Satzes hier oben Probleme mit dem Fall p gleich unendlich. Ja, wie beweisen wir das? Wir zeigen quasi, dass es keine abzählbar dichte Teilmenge geben kann. Das ist sozusagen die Grundidee des Ganzen. Und dazu müssen wir jetzt eine geeignete Menge definieren und halt ausnutzen, dass wir hier eine beschränkte Folge drin haben. Das ist sozusagen die Struktur. Also wir definieren uns zunächst mal so eine Menge E. Das sollen sein eben alle Epsilon der Gestalt Epsilon J. J gleich 0 bis unendlich. Also Elemente von E sind Folgen. Deswegen ist E gleich auch eine Teilmenge von L unendlich. Das schreibe ich aber gleich noch hin. Und zwar soll das eine Folge sein der Marke, jedes Epsilon J soll entweder plus oder minus 1 sein. Für J aus N0. Das heißt, wir haben hier so eine hüpfende Folge. Man könnte das auch quasi mit 0 und 1 machen. Da hätte man eine hüpfende Binärfolge. Das geht meiner Meinung nach auch. Aber das ist jetzt gerade nicht so dramatisch. Was auf jeden Fall dann sofort folgt, das habe ich gerade schon gesagt, ist, dieses E ist eine Teilmenge von klein L unendlich. Ne, da liegen halt Folgen drin, die sind beschränkt durch 1 und minus 1. Das heißt, die liegen in L unendlich drin. Ja, und solche Folgen gibt es überabzählbar viele. Das ist einsichtig, ne? Weil wenn man zwei Folgen hat und quasi so ein ähnliches Diagonalargument macht wie bei den reellen Zahlen, dann kriegt man eine neue Folge raus, die nicht in der bisherigen Liste aufsteht. Wer da ein bisschen mehr nochmal zu wissen will oder so ein bisschen formaler haben will, das ist das zweite Diagonalargument von Cantor. Also solche Folgen gibt es überabzählbar viele. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber das ist halt immer so, wenn man mit Unendlichkeiten hantiert. Denn auch jede reelle Zahl, auch jede irrationale Zahl hat ja nummerierbare Nachkommastellen, das heißt abzählbar viele, aber trotzdem gibt es überabzählbar viele reelle Zahlen und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Diagonalmethode nach Cantor ein sehr flexibel einsetzbares Argument. Hier greift es mal wieder voll durch. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt können wir was ausrechnen. Jetzt können wir mal den Abstand von Epsilon zu einer anderen Folge Epsilon Strich ausrechnen. Also seien nun Epsilon Epsilon Strich in dieser Menge E drin. Aber nicht gleich, weil wenn sie gleich sind, ist es langweilig, weil dann ist der Abstand natürlich 0. Dann kriegen wir natürlich raus, dass die Norm von Epsilon minus Epsilon Strich, dass das Ganze 2 ist. Ja, weil das ist quasi das Supremum der Abstände und das ist maximal 2. Also hier ist wieder die Subnorm hinter quasi. Das ist eine wichtige Geschichte. Weil jetzt wollen wir nämlich aus diesen bisherigen Informationen folgern, dass es eben keine abzählbar dichte Menge gibt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, wir nehmen uns eine dichte Menge. Also sei A eine dichte Menge in L unendlich. Und jetzt müssen wir daraus irgendwie zeigen, dass das A dann nicht abzählbar ist. Und jetzt nehmen wir uns mal so eine Folge in E. Und dann wählen wir zu diesem Epsilon, also zu dieser Folge, ein A zu dem Epsilon zugehörig aus dieser Menge A, sodass die Norm von A Epsilon minus Epsilon kleiner wird als 1. Auch wieder in der Subnorm, da spricht nichts gegen. So, jetzt wissen wir, dass das Epsilon und Epsilon Strich, was wir oben hatten, nicht gleich waren. Das heißt, A Epsilon kann auch nicht A Epsilon Strich sein. Ja, das folgt aus dieser Disjunktheit von Epsilon und Epsilon Strich hier oben drin. Und wenn jetzt aber A Epsilon nicht A Epsilon Strich ist, aber wir diese Abschätzung haben, das heißt, wir könnten Epsilon beliebig nahe quasi durch an so ein A Epsilon approximieren, dann würde daraus folgen, dass Epsilon gleich Epsilon Strich wäre. Das haben wir oben aber ausgeschlossen. Das heißt, das hier ist ein Widerspruch
zu Epsilon ungleich Epsilon Strich. Und damit kann A nicht dicht sein. Nicht abzählbar sein. Ja, ich schreibe das hier nochmal ein bisschen anders auf, damit das klar ist, dass das sich auf die obigen bezieht. Also dieses Ungleich hier, das gilt für Epsilon Epsilon Strich in dieser Menge E mit Epsilon ungleich Epsilon Strich. Naja, und wenn das eben nicht gleich sind, dann machen wir es andersrum, dann ist das kein Widerspruch zu Epsilon ungleich Epsilon Strich, sondern dann müsste ja jedes dieser A Epsilon A Epsilon Strich ungleich sein für alle, die hier drin liegen. Von denen gibt es überabzählbar viele, das heißt, von denen gibt es überabzählbar viele und damit ist A nicht abzählbar. Das ist vielleicht der sinnvollere Schluss, weil mit dem für Widerspruch für Epsilon ungleich Epsilon Strich, da könnte man, glaube ich, bei einem Spezialfall irgendwo in der Sackgasse laufen. Also so rum funktioniert es. Gut. Das heißt, wir haben jetzt insbesondere gezeigt, dass eben dieser kleine L unendlich nicht separabel ist. Und hätten wir jetzt das Konzept der Isomorphie, dann würde daraus auch sofort folgen, dass das Groß L unendlich nicht separabel ist. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll gewesen, in dem 7-3er auszuschließen, dass sozusagen wir p kleiner unendlich wirklich betrachten. Das heißt, dass das p unendlich oder p gleich unendlich da rauskickt. Gut. Das wäre der Teil zu den, stetigen Funktionen mit kompaktem Träger. Das heißt, wir machen jetzt an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß und Freude gemacht und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.